Kommen wir vielleicht zu einem anderen Thema. Bleiben wir auch gleich in dieser High-Society-Welt und auch die ganzen Liebeleien. Jetzt wird es nämlich ganz spannend. Ja, vielleicht auch für dich, den Schauspieler Leonardo DiCaprio. Ist es so ein Typ, der dir gefallen würde? Ah, tatsächlich, das war... Also meine erste große Liebe war der Aladdin. Und die zweite große Liebe, die war dann eine reale Person. Das war eben von Titanic, der Leo. Natürlich war ich ihn verliebt. Vielleicht wärst du auch so ein Typ, ne? Oder bist du unter 25 oder schon ja, über 25? Ja, der steht nur auf Topmodels. Ich weiß so die Liste von ihm da hinten, nur Topmodels, ne? Aber mittlerweile ist man auch zu alt und ist auch jetzt nicht so sportlich. So ein Fehler bei mir auch raus. Ja. Damals war natürlich noch knackig. Jetzt ist er 48, schaut aber auch noch ganz gut aus. Ja. Und die Gigi aber seine Mädchen bleiben immer gleich. Die bleiben immer um die 20 herum. Ja. Genau. Meistens ja, unter 25. Ja. Gigi Hadid zum Beispiel ist jetzt so 28, ne? Also hat er ein bisschen wechseln müssen. Und die bundelt jetzt an mit Bradley Cooper. Und die kennt sich ja auch. Jetzt wollte ich fragen, der ist auch fesch. Ja, der ist auch 48 Jahre. Aber auch große Probleme, gell? Große Probleme mit Alkohol und so weiter. Also das ist natürlich dann die andere Seite wieder. Ja, das war ja der Freund für mich dann. Ein Soft-Party zu Hause, oder? Zusammen in Therapie gehen. Aber wie ist das so generell? Ist das jetzt da, oder wenn man in der Öffentlichkeit steht, hat man dann auch immer Partner, die auch in der Öffentlichkeit stehen, die in denselben Kreisen sind? Weil ich kann mir Gottes Willen, das ist ja das oder Problem. Doch nicht? Nein, genau das ist ja das Problem. Genau das war das Problem zwischen Richard und mir. Wir wären, das wage ich wirklich zu behaupten, sicher noch zusammen, wenn nicht diese Mediengeschichte so überhand genommen hätte, dass die uns dann gegenseitig auch ausgespielt haben. Aber das jetzt bist Spaß. Du selber berühmt, okay. Ne? Naja, also, du, ich habe den Anruf bekommen, du, ja? der Richard hat über dich das und das erzählt, was sagst du dazu? Nein, das ist ja, du, der habe ich gleich verpasst zu Hause, ja? Aber er hat den gleichen Anruf dann bekommen, ja, die Maus hat das und das erzählt, ja? Also das ist natürlich ein Ausspielen dann und... So können, ich kenne einige, wo beide eben in der Öffentlichkeit stehen, die das nicht überlebt haben. Mhm. Ja, und wie ist das jetzt? Datest du jetzt nur welche, die auch in deinen Kreisen sind oder denkst du, du könntest... Nein, zwei in der Öffentlichkeit ist nicht gut. Nein, beide in der Öffentlichkeit ist definitiv nicht gut. Also man darf das, ich finde einfach, das Liebesleben ist privat. Aus, Punkt, und das gehört in der Öffentlichkeit nicht. Aber will man nicht auch als Frau einen Mann haben, der zu einem steht und dann gehört das schon dazu, dass man irgendwo auftaucht und dann, wenn irgendwelche Leute dich fotografieren, man kann doch nicht überall vermeiden, dass es jetzt ein gemeinsames Foto gibt oder wenn man essen kann. Ja, du, gemeinsames Foto, ja schon, natürlich, aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt meine neue Liebe. Allein wenn ich immer lese von den diversen Promis, die servieren jede Woche, das ist meine neue Liebe, das ist meine neue große Liebe. Vor allem die alten Lieben und die neuen Lieben, ja, die werden sich ja auch begegnen, oder? Auf Events. Ja, genau. Also die sind ja schon irgendwie verwandt, kann man sagen, weil jeder mit jedem, oder? Silvi Mais war doch auch so ein Beispiel. Ja. Silvi Mais, das ist meine neue große Liebe und da werde ich jetzt heiraten. Und so, boah, das ist ja fürchterlich, bitte. Ja, aber wie macht man es so richtig? Es ist halt schwierig, wenn du jetzt, also die kennen sich ja, wenn du berühmt bist und der andere auch, so wie Leo und der Bradley Cooper, also die haben jetzt die Gigi, die haben wenigstens denselben Lifestyle, da braucht keiner sich im Vorwurf machen, der andere will einen Fame von mir oder mehr Geld oder so, dann haben die wenigstens die Sicherheit. Ne? Das Ding ist halt, die sind halt beide sehr beschäftigt, ob man dann Zeit füreinander findet und dann, was die Medien über dich schreiben und so, ich stelle mir das schon katastrophal vor. Irgendwie. Je weniger Zeit, umso besser. Dann ist es Quality Time, die man da miteinander verbringt. Naja, totale Quality Time. Naja, wenn du so, auch müde bist und dann gezwungen bist, so, ich stelle mir das halt auch schwierig vor. Aber ich kann das selber auch nicht gut mitreden. Kann es auch sein, dass vielleicht ein Partner, wenn er zum Beispiel nicht in der Öffentlichkeit ist und das natürlich auch genießt, wenn jetzt die Frau oder auch der Mann oder umgekehrt genauso in der Öffentlichkeit stehen und dass die dann einfach so die Mithängsel sind, ja, und da das ist mitgehen. Das Problem, weil Männer ja doch ein wesentlich größeres Ego haben. Und das hast du richtig am Punkt gebracht. Männer haben ein wesentlich größeres Ego. Und wenn du jetzt sagst, das ist halt einer, der so quasi eben Begleitung eben bei so Medienauftritten, dann kann das auch natürlich ein gewisses Problem sein. Da gehen sie erst gar nicht mit, ja. Weil das ist dann wahrscheinlich gesünder für die Beziehung, sage ich jetzt. Ja, das hat meine Beziehung übrigens ruiniert. Das heißt, weil ja, ist gesünder für die Beziehung. Der wollte das halt gar nicht. Und ich habe auch
auch gesagt, ja, stehst nicht zu mir, so wie ich bin, und wollte ihn dann mitnehmen. Und ihm hat das gar nicht so gepasst und er hat sich immer unwohl gefühlt und ich habe mir gedacht, warum stehst nicht zu mir? Also, aber hat er dich so kennengelernt oder davor? Oder das Ding ist, dass der hat halt nicht einmal einen Fernseher daheim gehabt. Der hat mich gekannt und er hat mich eigentlich schon gern gehabt und dann hat er eigentlich gemerkt, so was ich mache. Und er hat das so akzeptiert, aber wo ich dann gesagt habe, hey, wir sind ein Paar. Ich will jetzt mit dir in die Öffentlichkeit gehen, du musst zu mir stehen. Hat er jetzt ausgemacht auf der Couch, wenn er gelesen hat? Und, ja, gelesen, Bücher also, gelesen. Bücher gelesen. Er hat gleich fünf in Bücher der Woche gelesen, aber er hat mich dann interessant gefunden. Wir haben auch Gemeinsamkeiten gehabt und wir haben viel reden können, statt dass er Bücher liest. Nur dass diese öffentlichen Auftritte, das hat er nicht gepasst. Und dann habe ich mir halt auch irgendwie das so, ich hätte gerne einen Mann, der auch zu mir steht. Mhm. Aber oder vielleicht gibt es dann auch ein Battle, ne? Also wenn beide in der Öffentlichkeit stehen, so quasi, wer ist öfter in einer Bunte oder genau. Bild? Ja, das, das ist dann auch wieder, das kann dann wiederum in einen Konkurrenzkampf möglicherweise auch ausarten. Also es ist das nicht gut und das andere, wie gesagt, wenn der Begleiter dann eben drunter leidet, ist auch nicht gut. Ja? Da ist wahrscheinlich das Beste, man macht seine Geschichten, weil es ist ja auch genauso, schau, du gehst auf über einen Red Carpet, stehst bei der Fotowand, ja, mit deinem Begleiter, ja, und dann sagen die, na Mausi, bitte alleine, komm Mausi, bitte alleine, zeig dich, dreh dich, ja. Nee, das ist auch nicht lustig für einen Begleiter. Ich meine, es das ist so, wie ich, es ja. ist. Oder es ist vielleicht auch ein Sprungbrett für viele. Also ich glaube, gerade bei Frauen ist das ja oft gerne so. Haben oder wir dass man diskutiert mit Amira Bocher, Oliver Bocher, ja. Na, drum, der wirft mir jetzt vor, die hat ihn nur ausgenutzt. So. Glaubt ihr das auch, dass viele das machen? Also wahrscheinlich schon. Ne? Ja, natürlich. Ja, viele. Sicher. Alle, die nach dir kommen, sind, würde ich einmal behaupten. Nein, aber es gibt sicher welche, die das, natürlich, gibt sicher welche, die eben diesen Medienhype ausnutzen. Das ist überhaupt keine Frage, natürlich. Also einige. Ja. Oder auch wenn ihr zum Beispiel jetzt auf ein Event seid, ja, und der nimmt schon die dritte Freundin mit. Also vorige Woche war es die, dann wieder die. Nein, ich habe Walker zum Beispiel. Ja. Das ist so herrlich. Na, so schon schwule Walker. Ich habe nicht die Paul Walker, der ist schon gestorben. Also, aber ich habe schwule Walker und die sind so lieb. Und die nehme ich auch immer mit zu Drehs. Ich habe jetzt einen RTL-Dreh gehabt, zum Beispiel auch in Spanien. Und ich habe so schwule Walker, die gern mitkommen. Und die tragen auch da mein Handtäschchen. Und die schauen gut aus und tragen mein Handtäschchen. Und fragen, darf ich dir was bringen, Mausi? Oder möchtest du noch ein Glas Champagner, Mausi, total lieb. Also sie heißen nicht mehr Assistent, sondern Walker mittlerweile. Walker, ja, Walker. Bitte. Nein, das ist super, wirklich. Hast du auch einen Walker dabei, oder? Nein, ich würde es nicht stören, das mache ich momentan nicht. Ich tauche jedes Mal mit einem anderen Fashion-Kerl auf. So, ich bin halt, nein, das sind ja dann auch Playboy in Österreich, ne? Passt auch. Ist auch schön. Na, aber was glaubt ihr so generell? Ist man auch glücklich, wenn zum Beispiel Jennifer Lopez ja, wieder mit dem Ben Affleck, man sieht auch immer die Bilder, wo der Ben Affleck einfach schaut. Mausi, ja, und, bitte, das und da freue ich mich. Dass sein Comeback wieder kriegt mit dir und mit Richard. Ja, nein, aber ganz ehrlich, wenn solche, also ich bin jetzt ganz ehrlich, ja, ja. Wenn ich lese, ja, dass es kriselt in solchen Hollywood-Ehen oder Hollywood-Partnerschaften, denke ich mal, wow. Schau, okay, super. Wirklich? Ja, das nein, das ist Streit. Nein, aber eben, da denke ich mal, schau, ich meine, das ist ja genauso wie, ich meine, die sind doch nicht so toll, ne? Und das ist alles so super. Nicht so toll. Ich habe eben Jennifer Lopez, ich habe gesehen, Ben Affleck, die Schlagzeile. Er hat ganz böse die Tür zugeschlagen vor ihr. Dann schaue ich mir das Video an. Sie steckt mir den Kaffee ein. Er haltet ihr noch die Tür auf und dann macht er die Tür zu. Ja, und die ist halt gerade ein bisschen kriskramig oder weiß ich, wie ihr da schaut. Denke ich mir, und das war jetzt der Skandal. Also wenn ich sauer bin, da trete ich noch aufs Auto hin vor dem. Ne? Da trete also, ich die Tür ein. Ich weiß nicht, also, das ist so übertrieben. Streit ist ja ganz normal. Und ich habe einmal die Tür eingetreten. Im Schloss Seefels, die Türe hatten wir dann auf der Rechnung drauf. Die Tür allein, ich hatte ausgemacht. Damals in Schillingzeiten waren es noch 110.000 Schilling. Ich habe dann auch ein paar Geschichten gehört, wo du sehr temperamentvoll warst. Nein, ich habe nur eine Figur nach ihm geworfen. Aber ihr habt ja auch oft quasi vor der Kamera auch gestritten. Da kann ich mich noch erinnern. Ja? Und da habt ihr schon ordentlich Gas gegeben. Ja, ich meine, ich könnte jetzt sagen, das war die vorgegebene Dramaturgie, aber das war ganz einfach. Er hat mich auch in Weißglut versetzt. Ja, also es war nichts vorgegeben, dass die gesagt haben, bitte, also jetzt macht ihr ein bisschen einen Streit. Das war eine reine Reality-Soap. Und kann ich aber auch bestätigen. Ja. Manchmal frage ich mich immer, ist das irgendwie gescriptet? Und dann denke ich mir, nein, das ist die Realität. Ich bin nicht in einem Film. Ja.
Okay. Aber wie weit soll man auch gehen, dass man das auch preisgibt von nach außen quasi? Oder gibt es da auch, wo du denkst, oh Gott, das hätte ich eh nicht machen sollen? Na gut, wenn du jetzt eine Soap drehst und du nicht selber produzierst, ja, weil es gibt ja auch Personenkreise, die selber produzieren, da kannst du das natürlich steuern, aber das ist dann wahrscheinlich auch nicht so spannend, glaube ich, weil da nimmt man ja die ganze Härte weg von dieser Soap. Aber natürlich, da lässt man sich schon hinreißen, wenn man den ganzen Tag dreht, dass man dann irgendwann halt sich kabelt, total bis zum Gehtnimmer. Aber warum ist es so erfolgreich? Weil die Leute sich identifizieren können. Die wissen, bei mir rennt es genauso daheim. Ja, und weil man natürlich... Nur weiß keiner und dann denkt, die sind genauso, bei uns ist es genauso. So, also deshalb. Wir müssen kurz unterbrechen, ich sehe, dein Glas ist leer. Das geht gar nicht. Ja, das ist sehr freundlich. Machen wir eine ganz kurze Werbepause. Holen Sie sich auch Chips oder wie gesagt ein Bier oder ein Sekt oder ein Wein oder was auch immer und schalten Sie dann gleich wieder ein. Es wird hitzig weitergehen. Wasser geht auch. Geht auch.